Alles, was uns umgibt, hat einen Klang. Wenn wir etwas hören, haben wir sofort ein Bild vor Augen. Hören ist der Ursprung von Musik. Müsste ich mich für einen unserer fünf Sinne entscheiden, würde ich das Hören wählen. Hallo, mein Name ist Johnny Bertel, ich bin Musiker. Im heutigen Tucker Talk will ich euch eine Kostprobe einer neuen Serie geben, die wir auf der Tucketina Member Site starten werden. The Secret of Sounds. Diese Serie soll das Hören bewusst machen. Ganz neue Ufer des Musikerlebens werden sich öffnen. Wir werden einen einfachen Blick auf die Musiktheorie werfen. Du wirst dein Singen verbessern können, dein Spielen. Musik hören wird zu einer Art Klangmeditation werden. Und manche von euch werden am Ende sogar komponieren können. Das ist das Ziel. Das Geheimnis der Musik. Wo ist es zu finden? Es liegt im Rezept. Woraus sie gemacht ist, die Musik, das müssen wir herausfinden. Wir werden das Schritt für Schritt tun und wir beginnen hier und jetzt mit Hören. Denn Hören ist der Ursprung von Musik. Beispiel 1. Was habt ihr gehört? Richtig, eine Quelle. Beispiel 2. Was habt ihr jetzt gehört? Exakt, Vogelgesang. Und jetzt? Beispiel 1 und 2 hatten nur eine Klangebene, Wasser bzw. Vogelgesang. Das dritte Beispiel hatte bereits zwei Klangebenen, die du zugleich wahrnehmen kannst. Vögel im Wald und ein Flugzeug, das drüber fliegt. Für den Anfang nicht schlecht, aber was ist jetzt? Versuche herauszufinden, wie viele Klangebenen du im nächsten Beispiel hören kannst. Das ist nicht leicht. Und? Ich würde sagen, es waren vier. Eine nervige Schleifmaschine, menschliche Stimmen, Verkehrslärm und wiederum Vögel. Soweit so gut. Wir könnten das jetzt weiter und weiter fortsetzen, aber ich denke, für den Moment reicht uns das. Später werde ich euch Klangbeispiele mit weit mehr als vier Ebenen geben. Ich würde sagen, bis zu 12. Und da drängt sich eine Frage auf. Wie ist es möglich, dass wir 12 verschiedene Klangquellen, die sich überlagern, wahrnehmen können? Wie ist das möglich? Nun, die Akustik stellt uns einige Hilfen zur Verfügung. Kennt man diese Werkzeuge, kann man sie anwenden. Das erste Werkzeug, um das Hören zu ordnen, ist das Richtungshören. Das bedeutet, wenn wir uns auf einen bestimmten Laut konzentrieren, können wir sehr gut feststellen, ob dieser von links, von rechts, von vorne, von hinten, ja sogar ob er von oben oder unten kommt.
Das volle Spektrum an Panorama ist natürlich nur live erfahrbar. Trotzdem kann man es mit einer Stereoaufnahme ganz gut demonstrieren. Wenn möglich, verwendet Kopfhörer, dann wird es um einiges deutlicher. Ich denke, man kann in diesem Fall sehr leicht den zwei Klangereignissen folgen. Denn das Klingeln kommt eindeutig von der linken und das Türklopfen von der rechten Seite. Dasselbe gilt für das nächste Beispiel, zwei Insekten. Ein Insekt links, eines rechts. Man kann sie mühelos unterscheiden. Wenn ihr diese Hörübung öfter macht, einmal die Augen schließt in einem Restaurant oder in der Straßenbahn und dann darauf achtet, wo sich diverse Schallquellen befinden, dann werdet ihr im Nu eine Sensibilität fürs Panorama hören entwickeln.